Sehr geehrte Frau van Angern, ich finde es schon beschämend und auch unredlich, dass Sie sich hier vorne hinstellen und uns etwas vorwerfen, was Ihre NRW-Landessprecherin der Linken, Inge Höger, täglich durchführt. Sie ist offen antisemitisch eingestellt. Sie trägt einen Schal mit einer Weltkarte, wo Israel drauf fehlt. Sie fährt mit der Hamas in Richtung Gaza zusammen auf einem Schiff. Sie meldet antisemitische Demonstrationen an, wo offen gegen Juden gehetzt wird, wo der Holocaust in Frage gestellt wird und wo der Hitlergruß gezeigt wird. Bei uns treten die beiden Leute, die hier in den letzten Debatten genannt wurden, die sich auch nur dem Vorwurf und dem Verdacht aussetzen, antisemitisch zu sprechen, von alleine zurück. Bei Ihnen sitzen sie als Landessprecherin in einem Landesvorstand. Das ist beschämend und das ist das allerletzte.